So, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal ein Thema, was mich selber richtig begeistert, denn ich möchte euch fünf Autos vorstellen, die dieses Jahr, also 2020, zu Oldtimern werden. Sprich, sie sind 30 Jahre alt und können sich quasi für das H-Kennzeichen qualifizieren. Hat viele Vorteile, man muss vielleicht dazu sagen, der wichtigste Vorteil, wenn man ein altes Auto hat, was dann eben auch ein H-Kennzeichen kriegt, ist, dass du einfach Steuervergünstigung hast. Also die Versicherung wird günstiger und auch generell deine Kfz-Steuer geht deutlich runter. Ja, das ist einer der Gründe, aber es werden halt einfach, ja, alte Autos werden immer beliebter. Das ist vielleicht das Wichtigste dazu. Also der emotionale Wert ist, glaube ich, das, was bei so einem Auto am meisten zählt und nicht nur die finanziellen Themen. Dementsprechend möchte ich auch gar nicht zu sehr aufs Finanzielle eingehen. Es gibt ein paar Regelungen, die ein Auto braucht, damit es ein Oldtimer werden kann, beziehungsweise ein H-Kennzeichen kriegt. Das machen wir vielleicht in einem anderen Video. Heute möchte ich euch einfach fünf geile Autos zeigen, die Oldtimer werden können. Mein Auto ist 89, also könnte auch schon Oldtimer werden, wenn ich will. Mal gucken, vielleicht werde ich das machen. Ja, also fünf Autos gibt es gleich. Vorher, was ich vielleicht noch ganz kurz dazu erwähnen kann, die Zahl der Oldtimer wird immer höher in Deutschland. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, die Bock haben auf so ein Auto. Gerade jetzt in den Zeiten der Elektromobilität, womit viele Autofans gar nichts anfangen können. Meiner Meinung nach auch völlig zu Recht, denn ein Elektroauto ist aus ganz, ganz vielen Gründen nicht sinnvoller zu fahren als ein Verbrennungsfahrzeug. Aber wie gesagt, auch das können wir in einem anderen Video gerne besprechen. Kommentiert sowas mal gerne unter diesem Video. Ich weiß, das ist ein sehr kontroverses Thema. Ich habe aber eine klare Meinung dazu. Es lohnt sich unter manchen Aspekten, unter den meisten allerdings nicht. So, bevor ich jetzt ganz abschweife und mich aufs Elektrothema einschieße, lass uns mal loslegen. Ich habe einen kleinen Spickzettel, weil sonst kann ich mir das wahrscheinlich alles nicht merken. Wir gehen jetzt mal auf meinen Rechner und dann würde ich sagen, google ich einfach mal die Autos, um die es geht und dann schauen wir uns die ein bisschen an. Ich erzähle vielleicht ein, zwei Sätze immer dazu und dann machen wir ein kleines Video. Es wird ein paar geile Autos geben, das kann ich euch versprechen. Es ist ein Lamborghini dabei, es ist ein Ford dabei, ein Golf dabei, Audis sind dabei, auch ein englisches Auto. Also Freunde, wir fangen an. Ford Escort. Ich gebe mal das Jahr dazu ein, damit wir hier nicht ewig suchen müssen. 1990, das ist der Ford Escort, fünfte Auflage. Am besten gehen wir mal bei Mobile rein. Die Autos taxieren so zwischen 800 bis 1000 Euro. Gibt natürlich auch günstigere, aber das sind so Werte, die ich rausgezogen habe bei Classic Analytics. Ein Tool, womit man eben Oldtimer werten kann. Und die geben so Preise vor für ein Auto mit Marktwert oder mit einer Zustandsnote 3 oder 2. Im Prinzip, wie gesagt, es gibt auch Autos, die günstiger sind, es gibt auch Autos, die teurer sind. Ihr seht, die Preise gehen ganz schön nach oben. Also ich würde sagen, 800, Tausender ist schon echt zu wenig, sehe ich hier gerade. Krass, wie die schon wieder gestiegen sind. Also gut, ich weiß nicht, ob sich diese Preise erzielen lassen. Es gibt natürlich auch Sondermodelle, die sind teurer, aber das durchschnittliche Auto, ja, hier sehen wir irgendwie 100 PS. Ich dann doch schon irgendwie bei 4000 Euro. Unglaublich, hätte ich nicht gedacht. 100.000 gelaufen. Aber das sind geile Dinger, ne? Aber bevor ich jetzt hier komplett durchgehe, guck mal, TÜV neu, top, 7 Monaten Oldtimer, 2000 Euro. Das sehe ich dann schon hier realistischer als irgendwie die 4000 Euro, muss ich ganz ehrlich sehen. Lass uns das mal angucken. Boah, die alten Autos, ne? Wie die einfach noch anders aussahen als heute. Mach's mal größer. Das ist also ein Ford Escort aus 1990. Der gute Mann hätte mal vielleicht noch ein paar schärfere Bilder schießen können. Boah, die Sitze sehen geil aus. Witziges Auto. Ich finde es cool. Kommentiert doch mal, was ihr zu den Autos immer sagt. Also, erstmal jetzt hier zum Ford Escort. Ist das ein Auto, was ihr euch hinstellen würdet? Ich meine, die Form ist jetzt nicht sonderlich sexy, aber es ist eben ein schönes, kultiges Auto. Boah, diese Sitze, ne? Wie das früher aussah. Also, ein schönes, kultiges Auto, was man sich eben für einen kleinen Kurs hinstellen kann. Finde ich relativ cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nicht mein Auto, aber darum geht es jetzt auch nicht. Ich möchte euch einfach fünf Autos zeigen, die eben 2020 Oldtimer werden. Nummer zwei, richtig geiles Auto, ein Audi. Na, habe ich es richtig geschrieben? Muss mal gucken, dass ich hier alles richtig schreibe. Oh, nicht 1919, sondern 1990. Ist ein Audi 100. Ich finde die Form ja schon sehr ähnlich, ehrlich gesagt, zum Ford Escort. So, ich gucke mal, ob wir auch gleich wieder hier mobile. Wobei, es muss auch nicht mobile sein, wir sind ja hier nicht irgendwie voreingenommen. Kann auch Autoscout sein. Sieht geil aus, oder? Klassiker. Das Auto, wie gesagt, der wurde nicht nur 1990 gebaut, also da muss man gucken. Ich glaube, bis 94 sogar wurden die gebaut. Ziemlich, ja, bis 94 in Ingolstadt. Habe ich die sogar auf die Schnelle gefunden. Ziemlich witziges Auto, oder? Guck mal, technische Daten. Zeigt mir die technischen Daten, meine Freunde.
100 PS. Ja, erster mit V6-Motor war das, glaube ich. Das kommt auch noch dazu. Beschleunigung 12,6 Sekunden von 0 auf 100. Das ist doch mal ganz entspannt. Und was heute auch wirklich selten ist, wobei so selten jetzt auch nicht, aber Heck oder Allrad ist kommt deutlich häufiger vor. Vorderradantrieb. Die Autos sind auch nicht mehr ganz günstig, also zumindest deutlich teurer oder Minimum doppelt so teuer wie so ein Ford Escort. 2.500 bis 5.000 € habe ich hier stehen. Aber auch da ist es wieder so, lasst euch davon nicht beirren. Es gibt wahrscheinlich Autos, die sind deutlich teurer und es gibt Autos, die sind deutlich günstiger. Ja, hier geht einer los bei 1.300, 4.500. Ah, gut, komme ich ja doch hin. Das ist ein geiles Teil. Aber deutlich älter nochmal, ne? Auch ein richtig geiles Auto, aber der ist natürlich schon lange Oldtimer. 17.000 € aus 1973. Freunde, der schmeckt. Aber lasst uns nicht zu lange bei Ford bleiben, denn jetzt kommt ein Auto, was, glaube ich, wirklich jeder kennt, der mal GTA gezockt hat, vor allem noch die älteren Versionen. Jetzt kommt ein Lamborghini Diablo. Boah, ist das ein geiles Auto. Ich tippe hier oben am Laptop, das ist so ungewohnt, deshalb brauche ich auch irgendwie länger. Das Auto ist der absolute Hammer und ich schaue mal. Geil, hier haben wir sogar ein Video, ne? Freunde, das hier schauen wir uns einmal ganz kurz an, oder? Jetzt ist mein Akku hier gleich leer. Mal schauen, wie lange er noch hält. 12. Locker. Locker, locker, locker. So, Werbung weg. Einmal kurz Sound hören. Auf dem Genfer Automobilsalon 1990 präsentiert die italienische Edelschmiede Lamborghini den Diablo GT der Öffentlichkeit. Die wenigen glücklichen Käufer müssen rund 294.000 € bereithalten, um eines der nur 83 gebauten Exemplare zu ergattern. Okay, Freunde, das ist auch noch der Lamborghini Diablo GT. Aber so viel Geld muss man jetzt nicht unbedingt aufwenden. Aber die Autos kosten heute immer noch ca. 160.000, 200.000, je nachdem, was man eben für ein Modell kauft. Hier ist sogar krass. Aber gut, auch eine Sonderedition, einer für 600.000 € drin. Ist das nicht heftig? So ein altes Auto. Man muss dazu sagen, das Auto, als es rauskam, mit 325 km/h Spitze, war der schnellste Seriensportwagen, den es gab zu der Zeit. Und ich habe es mir aufgeschrieben. Knapp 500 PS, also 492, glaube ich. V12, auch richtig geil, aber hatten die alten Autos häufiger. Und 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Also, was ja schon noch lange ist für so ein Auto. Aber wenn man eben überlegt, der ist 30 Jahre alt. Guck mal, auch richtig geil. Der hat hier einen alten stehen und hier hat er noch ein SVJ stehen. Ist das ein geiles Auto, Freunde? Puh, das Heck. Unfassbar sexy, dieser Lamborghini Diablo. Also wie gesagt, wer GTA von früher kennt, auch von innen die Sitze. Freunde, so, was will der dafür haben? 149.000. Das ist doch mal solide. Ein Tag Abbestellung, Lieferzeit, 492 PS. Glatt 40 gelaufen. Gelb, ist auch richtig geil, ne? Mega Kiste. Guckt euch das Lenkrad mal an, das muss ich nochmal groß machen. Geil. So ein geiles Auto. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz. Lamborghini Diablo Sound. Kennt ihr das, wenn man tippt und dabei sprechen muss? Welcome. So. Akku zieht noch mit. Was? Macht doch einfach nur Spaß. So, wie gesagt, eins der absoluten Lieblingsautos von mir kommt. Einmal machen wir noch den Sound. Übertrieben alles, ne? Also einfach. Oh, einen haben wir denn hier? Ein schöner 964. Der überholt dich gleich. Da solltest du aufpassen, lieber Lambo. Aber zwei Autos fehlen noch. Es wird wieder ein bisschen langsamer, beziehungsweise ruhiger, aber trotzdem besonders. Denn das Auto, was jetzt kommt, ist aus der Baureihe vom meistverkauften Auto in Deutschland. Und ihr wisst wahrscheinlich, ist natürlich der VW Golf. Aber eben nicht der normale, sondern es ist der Golf 2. Und das auch nicht als normaler Golf 2, sondern der Country Synchro. Ich probiere so ein bisschen besondere Autos aufzuholen, beziehungsweise die ersten beiden waren einfach so Klassiker.
Aber Freunde, zieht euch diese Kiste rein. Ist mittlerweile ein richtiges Sammlerauto, weil einfach nicht viele davon hergestellt wurden, anders als der normale Seriengolf. Alter Schwede, wie sieht dieses Auto aus? Schaut euch das mal an. Ich weiß gar nicht, kennen die jüngeren Zuschauer das Auto noch? Schreibt das mal hier gerne unter dem Video. Ihr seht schon. Also es ist eigentlich ein normaler Golf. Ein bisschen hochgelegt, vorne ein Bullfänger dran. Und wie gesagt, Allrad. Also wirklich ein richtig geiles Geländeauto. Da, jetzt guckt euch den mal an hier. Hochgelegt, der ist auch richtig geil, ne? Hochgelegt, sogar Lachgepäckträger drauf, Reifen hinten dran. So waren die halt früher. Ist das nicht ein witziges Auto? Aber eben auch kein Schnäppchen mehr, denn die Dinger kosten halt, ja, gehen bei 7.000 irgendwie los in normalen Zustand und nach oben hin so ein bisschen offen, aber so bis 15, wenn du über 15 ausgibst, dann ist das schon wirklich teuer für das Auto. Ich will jetzt noch einmal noch mal ganz kurz schauen, ob wir gerade mal einen finden, der zum Verkauf steht. Ja, hier ist einer. Oder sogar mehrere. Geil. Also, wir nehmen gleich mal den ersten, denn der zahlt schließlich auch für seine Anzeige. Wollen wir mal ein bisschen Props geben. Witziges Auto, ne? Guck mal, TÜV neu, AU neu, restauriert, 30 Jahre alter Golf, hochgelegt. Ansonsten immer alles tiefgelegt. Der hier ist hochgelegt. Ich will mal gucken. Gibt es hier nochmal ein, zwei Bilder von drinnen? Hier. Ist das nicht geil? Oldschool mit diesem geilen Karo-Muster. Ich feiere ja solche Autos, ne? Ihr wisst es sowieso. Sonst hätte ich mir kein altes Auto gekauft. Hier ist noch so ein bisschen Kabelsalat, aber alles sehr bewusst gemacht. 13.999 Euro will der haben. 98 PS, 150 gelaufen. Fuck, ist das ein geiles Auto. Zweite Hand sogar nur. Garantie gegen Aufpreis. Na gut, da wollen wir mal nicht weiter drauf eingehen. Also komplett restauriert, Lack, Bremse vorne, hinten neu, alles neu, Zahnriemen. Hat sogar schon Haarzulassung neu. Also, klar, dann kriegst du noch ein paar Euro mehr dafür. Aber ihr seht, ich komme mit den Preisen eigentlich ganz gut hin. Mal gucken, ob hier noch eine geile Farbe ist. Nee, pass auf, wir wollen nochmal gucken. Gehen wir mal auf Videos und schauen mal, hier fährt nämlich einer am Berg. Das tut weh. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Video anmacht, was geil aussieht vom Thumbnail und dann war es so richtige Clickbait, weil einfach das Video in so einer Qualität ist, wo man es nicht länger als 30 Sekunden anschauen kann. Aber lass uns das einmal ganz kurz... Ja, einfach mal mit dem Golf durch die Berge fahren, das bockt doch auch, oder? Aber Freunde, bevor wir gleich zum Ende kommen, noch ein geiles Auto, ein Engländer. Und was kann das sein, wenn ich Engländer sage? Heute gehört es zu BMW, damals noch zu Rover. Und zwar spreche ich natürlich von dem Mini Cooper. Finde ich auch, nämlich gerade die alten Modelle, ultra sexy. Sind auch gar nicht mehr so günstig, wie gesagt. Also auch die liegen ähnlich wie bei dem Golf Synchro, irgendwie 7.000 bis 14.000 Euro. Auch da geht es wieder teurer und auch wieder günstiger. Aber ich finde das Auto einfach ziemlich, ziemlich geil. Jetzt schauen wir mal, hier haben wir einen aus 1990. 98, den wollen wir nicht hier. Bang. Gibt es wieder auch in teuer und in günstig. Aber jetzt haben wir hier mal, also je nach Zustand, wie gesagt, aber das versteht ihr alles. Haben wir mal einen hier rausgeholt. Geile Farbe, ne? Wie klein einfach noch dieses alte Auto ist. Und jetzt vergleicht es auch mal. Oh, hier steht noch ein schöner Frontschaden hinten. Das schmeckt. Vergleicht einfach mal die Autos von damals mit heute. Ihr seht, hier ist noch ein anderes Logo drauf. Wie gesagt, damals gehörten die Autos zu Rover und nicht zu BMW. Also wie gesagt, die klassischen Mr. Bean Autos. Und von innen ist es einfach so ein geiles Auto. Die Jüngeren von euch werden auch das wahrscheinlich nicht mehr kennen. Aber Mr. Bean ist halt ein geiler Komiker gewesen, Englischer, der immer Mini Cooper gefahren ist. Ja, von unten, klar, die haben halt alle wahrscheinlich Rost. Ich kenne mich jetzt mit den Autos auch nicht so gut aus, aber ganz ehrlich, ich vermute einfach, die Qualität wird damals auch nicht so geil gewesen sein. Man sieht einfach noch relativ viel unbearbeiteter Unterboden. Alles real hier hinten im Kofferraum. Diese alten Autos, Freunde, das macht mir so viel Spaß. Wie geil das hier auch draus sieht. Hier mit dem Holz und einfach die Tür so einfach, bopp, einfach ein Scharnier drüber getackert und schwupps, hast du einen Türgriff. Ich feiere sowas. Auch das Radio. Die ganzen Armaturen, die Sitze, boah. Ein bisschen Arbeit könnte das Auto auf jeden Fall gebrauchen. Klar, der liegt jetzt auch am Einstiegspreis irgendwie knapp bei 7.500 mit Verhandlungsbasis. Insofern
besserer Zustand, wird wieder teurer. Der hat auch schon 100 gelaufen, wobei 100 ist echt für so alte Autos nicht viel. Süße 42 PS und Rotmetallic. Also, das ist auch so geil, wenn ich das immer lese. Sehr schöner und gepflegter klassischer Mini mit Wertsteigerungspotenzial. Das ist auch so Verkäufergeplänkel. Aber gut, jeder will sein Auto zum bestmöglichen Preis verkaufen. Insofern, fair enough. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. 5 Autos, die 2020 zum Oldtimer werden. Und wenn euch das gefallen hat, kommentiert das mal in dem Video und schreibt, wenn ihr das noch mehr sehen wollt. Denn es gibt natürlich noch ein paar andere Modelle, die zum Oldtimer werden in diesem Jahr. Insofern können wir das gerne auch nochmal uns anschauen. Schreibt, wie gesagt, ich habe es in den letzten Videos auch schon erwähnt, immer die Themen rein, auf die ihr Bock habt. Ich werde mir das anschauen und schauen, was wir davon umsetzen können. Es wird weiterhin auch immer wieder geile Autos geben, die ich vorstelle, aber ich möchte eben auch andere Dinge machen und eben einfach viel mehr zum Hintergrund rund um Autos erzählen. Also kommentiert fleißig, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video.